Ja, es gibt Leute, die wollen tatsächlich wissen, mit wem sie es zu tun haben, wenn sie sich auf sowas einlassen wie Qigong, also ein sehr intimes, tiefgreifendes Erlebnis, um eine neue Gesundheit in sich zu entwickeln und einen neuen Zustand in sich zu entwickeln, mehr Gleichgewicht. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Vertrauenssache, wenn man dann so jemanden, der Lehrer ist wie ich, dann zuhört und gar nicht weiß, was ist das für einer. Daher gibt es heute den Steckbrief zu meiner Person, ganz kurz und knapp mal so äußere Lebensdaten. Finde ich eigentlich ultra unwichtig, aber ich weiß, dass es manchen noch ein bisschen Sicherheit geben kann, was das hier für ein Typ ist. Woher kommt der? Wie ist der dazu gekommen? Aber ich mache heute die Kurzversion. Ich erzähle keine Angst, ich erzähle heute nicht meine Lebensgeschichte in lang, fällt mir sehr schwer. Aber ich versuche es mal kurz und knapp, fast schon tabellarisch zu halten. Also, ich bin 1978 geboren in Göttingen, eine wunderschöne Stadt, und bin mit 15 Jahren dann nach Osnabrück gezogen, umgezogen worden von meinen Eltern, weil mein Vater beruflich hier befördert wurde. Das war für mich Knackpunkt, um es kurz und knapp zu machen. Da ist aus meiner Sicht ziemlich viel kaputt gegangen an der Stelle. Depression und so weiter. Ich bin hier nicht angekommen in Osnabrück und es war sehr, sehr schwer, chronisch schwer. Und daraus hat sich dann im Guten natürlich dann diese Kraft entwickelt im Innern, ich muss was tun. Ich will nicht mein Leben lang in diesem Lebensgefühl, in dieser depressiven Stimmung sein. Das ist, nee, wie eine Abneigung gegen mich selbst und meine Zustände. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht, und zwar nicht nach einem Psychotherapeuten, sondern ich wollte einen spirituellen Weg gehen. Das war für mich auch schon klar, das fand ich spannend, Energetik. Ich habe Carlos Castaneda gelesen, Don Juan und so weiter. Nicht der Liebhaber Don Juan, sondern von Carlos Castaneda. Das ist ein mexikanischer Schamane gewesen. Ob er nun existiert hat oder nicht, ist eine andere Frage. Und darüber, über Carlos Castaneda, bin ich ziemlich genau und Rüdiger Dahlke, Krankheit als Weg mit Thorvald Detlefsen zusammen, diese Bücher, da bin ich auf den Weg gekommen und habe mich dann auch immer mehr für Philosophie interessiert, also Nietzsche, Hegel, und Schopenhauer vor allen Dingen auch und ja, und Sokrates, die griechischen Philosophen und so weiter. Aber ich wusste schon, ich will nicht nur darüber lesen, ich will das machen, ich will in die Praxis gehen und ich habe einen Meister gesucht, habe dann zuerst Yoga und autogenes Training und noch verschiedene andere Stile von spirituellen und Gesundheitswegen, energetischen Wegen ausprobiert, habe aber immer keinen Lehrer gefunden. Das kam dann erst 1999 beim Seminar in Hannover mit Großmeister Dan Gong Jung, den ich da kennengelernt habe. Und um es kurz zu machen, ich bin sein Schüler geworden auf Umwegen und habe aber vom Jahr 1999 an, von dem Seminarbeginn an, dann auch angefangen, die 5 Übungen zu üben. Also war sozusagen von diesem Zeitpunkt an aus meiner Sicht sein Schüler. Und bin dann offiziell 2001 Schüler geworden, mit richtig Öffnung, Ritual und so weiter. Und vorher habe ich das nur sehr intensiv praktiziert. Und dann mit vielen China-Reisen und so weiter habe ich mich dann entschlossen, 2004 mein Studium abzubrechen. Ich habe nämlich nach dem Abitur und nach dem Zivildienst, den ich in einem heilpädagogischen Bildungszentrum absolviert habe, hier in Osnabrück, wo ich mich um mehrfach Schwerstbehinderte und Autisten gekümmert habe. Danach habe ich studiert, und zwar Medien, Fernsehen, Film. Und das ging damals nur mit dem Studiengang Romanistik bzw. Spanisch zusammen. Und das habe ich studiert, das Grundstudium gemacht, aber danach abgebrochen, weil ich als Nebenjob zum Studium immer Qigong-Kurse gegeben habe, um mir meine China-Reisen zu finanzieren. Und habe gemerkt, das ist eigentlich schon mein Job. Das mag ich, das liebe ich. Und warum soll ich noch für irgendjemand was studieren, wenn ich in meinem Job schon arbeite und glücklich bin? Und da habe ich dann mein Studium abgebrochen. Natürlich waren meine Eltern nicht begeistert. Und dann, ja, seitdem bin ich offiziell Qigong-Lehrer. Und ja, dann im Jahr, ich weiß jetzt nicht, wie ausführlich ich es erzählen will, im Jahr 2012 habe ich ein Sabbatjahr gemacht. Und das war auch nochmal so ein Dreh- und Wendepunkt in meinem Leben, weil da habe ich mich sehr, sehr verschätzt, weil in dem Jahr, ich hatte viel Erfolg, habe auch Geld angesammelt und dachte, jetzt gönne ich mir ein Sabbatjahr, ich kann es mir leisten. Dann kam aber eine fette Steuernachzahlung, die ich machen musste. Auf einmal wurde ich in Umsatzsteuerverhältnisse reingebracht und da hat das Finanzamt gesagt, für die letzten Jahre zahl nochmal Umsatzsteuer. Das könnt ihr euch vorstellen, hat mich fast zur Insolvenz gebracht, fast.
und auch zu mehreren Jahren, wo ich immer an der Existenzknappheit dran war, weil in dem Sabbatjahr war es dann auch so, dass alle Schüler weggegangen sind. Die haben sich umorientiert und ich war damals noch ein bisschen hochnäsig und dachte, ach, wenn ich nach einem Jahr wiederkomme, dann werde ich umarmend von allen empfangen. Alle freuen sich, dass ich wieder da bin und es sind vielleicht sogar mehr als zuvor. Nein, sie waren alle weg. Bis auf 10, 12 Hardcore-Schüler von mir waren dann die Hundertschaften weg, die ich deutschlandweit in Seminaren und Kursen betreut und angeleitet habe. Und da musste ich mich langsam wieder neu orientieren. Habe dann 2015 eine Videomarketing-Firma gegründet. Nicht, weil ich mich nicht mehr für Qigong interessiert habe, sondern ich dachte, ich will nicht mehr finanziell abhängig sein von Qigong. Ich möchte meinen Unterhalt mit was anderem verdienen, sodass ich das Qigong wirklich nur nach Energie geben kann und nicht nach Geldbeutel. Also ich wollte nicht mehr nur Qigong machen, um davon leben zu müssen, sondern wirklich nur zu gucken, wo ist Energie, wo fühlt es sich gut und richtig an und dort Kurse und Seminare zu geben für solche Menschen. Das hat alles nicht geklappt. Das Videomarketing-Unternehmen ist nicht aufgegangen. Ich habe es jahrelang probiert und im Nachhinein fühlt es sich an wie, ja klar, das ist nicht dein Weg. Es haben sich die Tore immer rechtzeitig verschlossen, wo es Aufträge gab. Das ist noch ein anderes Thema zum späteren Zeitpunkt. Das führte dazu, dass ich aber über Umwege dann im Jahr 2020 mich entschieden habe, als auch Corona angefangen hat, dass ich Social-Media-Auftritt mache auf YouTube und dann auch einen Podcast. Und bis heute im Jahr 2022, wo jetzt die komplette Öffnung vom Qigong-Club kommt, auf allen Social-Media-Kanälen, Seminare deutschlandweit und ich merke, ja, das ist genau mein Ding. Ich liebe das und damit kombiniere ich nämlich dann auch wieder dieses Videomarketing-Ding und auch mein Studium Medien, Fernsehen, Film, das ich eigentlich schon da gespürt habe, ja, irgendwas wird mein Job später damit zu tun haben, auch wenn es Qigong-Lehrer ist. Und jetzt passt auf einmal alles zusammen, dass ich mein Know-how, was ich im Studium gelernt habe und dann auch noch in meiner Videomarketing-Firma ausgebaut habe, dass ich das jetzt benutzen kann. Wie geil ist das denn? Also, und das bis zum heutigen Tag. Und jetzt bin ich gerade bei ungefähr 8600 Abonnenten hier auf YouTube. Fange gerade an mit Instagram und LinkedIn, Twitter, Facebook und so weiter, da auch Inhalte für zu produzieren. Gerade die Shortform ist jetzt gerade Ende 2022 ganz neu hier im Qigong Club, dass wir also diese vertikalen kleinen Videos bis 60 Sekunden machen mit kleinen Tipps und Tricks. Und dass ich mich auch ein bisschen mehr öffne und meinen Alltag ein bisschen zeige als Qigong-Lehrer. Also nicht nur Qigong-Übungsanleitungen, sondern auch außerhalb mal ein bisschen sage, wo ich wandern gehe oder was ich gerade esse oder wie ein Blick hinter die Kulissen aussieht. Das ist also jetzt mein täglich Brot sozusagen. Ja, ich hoffe, dir hat dieser aber auf jeden Fall dieser Steckbrief gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu lang und dass du einfach mal ein paar Informationen bekommen hast. So, ich bin jetzt gerade 44 Jahre alt. Was ich in meinem Leben alles so getrieben habe, so ganz grob. So, und wenn du denkst, hä, ja, ist ja ganz schön, aber wie kann ich das ja noch genauer verfolgen? Dann empfehle ich dir Instagram, also diese Privatgeschichte, Corno Privat. Wenn dich das noch mehr interessiert, dann folge mir auf Instagram, weil ich da jeden Tag oder sehr häufig zumindest Stories poste. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.